Ach so, genau, hier. Das war Eis, irgendwas anderes und Feuer. Ich bin jetzt einfach mal so frei und nehme an. Hier ist eine Rune. Kann man hier Schleierfeuer entnehmen? Ich bin mir nicht sicher. Nö, kann man nicht. Okay. Ich bin mal so frei und nehme an, dass man sowieso in alles kann. Aber ich gehe mal in Feuer. Also, dass man sowieso genug Scherben hat für alle Türen. Fangendes Feuer, erklimme die Kammer. Ja. Das mache ich so gleich. Das ist dann Resistenz gegen Feuer oder Feuerschaden. Ich weiß es gerade gar nicht. Was haben wir hier? Feueressenz, mächtige Feueressenz, Flammenresistenz und Ring des Flammenopfers. Könnten wir mal Dorian geben, theoretisch? Resistenz gegen Feuer plus 2. Siehst du, das wusste ich doch. Es ging um die Resistenz. Um Feuer, Kälte und dann wahrscheinlich Geistschaden. Genau, Geistschaden. Und Geistschaden war zumindest in Origins noch das Beste, was man haben konnte. Denn es gab Waffen. Wir haben Geistschaden vorgesagt, aber es gab keine Rüstungen oder ähnliches, die dafür gesorgt haben, dass man resistent gegen Geistschaden wurde. Da wir jetzt natürlich einen richtigen Magier dabei, gegen Feuerwesen zu kämpfen. So viel Gold. Ich glaube, das ist die letzte Kammer. Huch, Varric hat niedrige Gesundheit. Was ist denn mit dem los? Was macht er denn? Ich dachte, die Zwerge mögen Hitze. Die leben noch so tief unter der Erde. Da muss doch warm sein. Ach nee, Varric kommt ja gar nicht von unter der Erde. Varric ist ja in Clockwall aufgewachsen. Er ist ja ein Oberflächenzwerg im Gegensatz zu seinem Bruder. Der war ja in Orsamar aufgewachsen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Und dann ist seine... Nee, doch. Nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist Varric ein Oberflächenzwerg. Der Höhlen allgemein nicht mag. Ah, gut, unter Feuerresistenz. Eine überragende Feuerruhe. Wow. Juhu. Eine Resistenz gegen Feuer. Lalalala. Ein antivanischer Trenner. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Zeugs. Jetzt ist die auch noch für letztes Stone, glaube ich. 119 Gold, ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Insamt. Noch mehr Gold. 149. Noch mehr Gold. 104. Ich werde verrückt. So, ja, war ich schon geplündert. Dann geht's auf in die nächste. In die nächste Ding. In die nächste Kammer. Das war Kälte, da war ich noch gar nicht drin. Wir hätten hier den Kühlschrank angelassen. Resistenz gegen Kälte plus 2. Ich weiß gar nicht, wie viel man hier bekommt. 24 oder so am Ende, wenn man alle Kammern erforscht hat. Öffne die nächste Tür. Ja! Hin? Das gibt's doch gar nicht. Nimmer wieder, Kane.
plündern. 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 Okay, Tür öffnen. Ja! Ah, das war schon die letzte Kammer. Okay. So, hab gar keinen Bock auf die. Der ist immun dagegen. Der ist resistent. So eine Schweinerei. Und plündern. Ganz viel Gold liegt hier noch rum. Genug, um die Kosten für Schmupels den goldenen wieder einzubringen. Das blöde goldene Lack, ich weiß gar nicht. Ich hoffe, wir kriegen da kein blödes Reittier raus oder sowas. Das wäre echt bescheuert. Wenn wir da einen riesigen goldenen Lack oder sowas als Reittier bekommen. Oder allgemein im Nack, der in der Himmelsqueste rumrennt oder irgendwie so. Blödes Ding. Das große Fragezeichen ist es ja. Bin mal gespannt, was wir davon bekommen. Vom Auftrag. Nee. So, damit wäre das Gold gesammelt. Ich bin etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe gedacht, man braucht jetzt wirklich alle Scherben, um alle Türen zu öffnen. Scheint aber gar nicht der Fall zu sein. Man braucht irgendwie nur, ich habe das Gefühl, 24 oder so. Huch, falsche Richtung. Moment. Genau. Öffne die letzte Tür. Ach, genau. Da brauche ich jetzt Scherben. Okay. So viel dazu. Jetzt bin ich enttäuscht, dass man doch nicht alle braucht. Dass man doch alle braucht. Scheiße. Jetzt fehlen mir noch 4 Scherben. Die 4 Scherben sind... Gibt es hier Sandwürmer? Riesige Sandwürmer? Mhm. Nein, sicher nicht? Doch, die gibt's. Die Bedeutung der fließenden uralten Schrift ist zunächst unklar, wird dann aber langsam klar. Möge der Pfad den Gefallenen gewähren, den du dir verdient hast. Ach, den Gefallen gewähren, den du findest. Ganz kurz tauchen kniende, meditierende Personen auf, sind von hellem Licht umgeben, dann verblasst das Bild. Okay. Ich brauche jetzt noch 4 Scherben. Und diese 4 Scherben, die werde ich... Ich habe keine Ahnung, wo finden. Moment, da muss ich ins Tagebuch gehen. Scherben. Also, in der Ebene haben wir alle. In der Bries haben wir alle, in den Gräben, Hinterlanden, da fehlen uns noch 2 Stück, verdammt. Und da fehlen uns noch 4. Hä? Dann brauchen wir ja doch nicht alle, oder? Mir fehlen dann, mir fehlen da noch zwei Türen, das kann natürlich auch sein. Wo sind sie denn an der Küste? Oh, das ist blöd. Fauchende Öten, das wäre dann irgendwo hier wahrscheinlich, hier irgendwie so, hier wahrscheinlich irgendwie. Das ist ja blöd. Scheiß Gebiet. Das ist wirklich öde. Da ist der Name. Habe ich auch schon öfter gesagt. Programm. Verdammt. Da wiederholen sich die Witze. Hm. Und bei der Sturmküste, da weiß ich echt nicht, was da noch sein soll. Da waren wir jetzt eigentlich schon hier. Also hier kann man ja nicht hin. Hier über die Felsen kann man nicht drüber. Man könnte versuchen, hier oben hinzukommen, aber ich glaube, das geht nicht. Hier ist auch nichts. Da kann man nämlich nirgendwo hin. Hier könnte eventuell was sein, aber das glaube ich nicht, weil hier ist eigentlich nur Wasser. Ja. Eventuell auf einer der Inseln, aber das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht.
Also ich weiß nicht, was da noch sein soll. Und deswegen gucke ich ins Tagebuch und gucke nach, was wir draus noch machen können. Öffne die letzte Tür. Tatsächlich, wir brauchen nur... Wir brauchen 6 Scherben, keine 4. Wir brauchen 6. Ich habe mich verzählt. Und weil wir 6 Scherben brauchen, brauchen wir tatsächlich alle. Eine ehemalige Minenarbeiterin sucht bla bla bla. Eventuell einen alten Ehering. Bla bla bla. Bring den Ring zur Mine. Bring den Ring zur Mine. Bring den Ring zur Minenarbeiterin. Die hat tatsächlich... Die hat tatsächlich den Ring. Also die... Wir haben tatsächlich den Ring. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die blöde Kuh out. Wieso habe ich nicht gemerkt, dass wir den Ring aufgehoben... Wo ist der jetzt schon wieder? Ist der hinten? Beim Wüstenlager? Hä? Bin ich bescheuert? Was macht die denn da hinten? Was macht denn die... Was macht denn die Minenarbeiterin hier mitten in der Wüste? Ups, das war ein bisschen heftig. Das tut mir leid. Seiden. Hä? Wieso soll... Die Karte sagt gerade, die soll da hinten sein, aber... Das kann doch gar nicht sein, oder? Ich meine... Ich meine, hier ist doch nichts. Oder? Doch nichts. Hier ist ein alter Brunnen, in den man nicht rein. Da hinten sieht man sogar schon das Ende der Karte, also. Es gibt keinen Grund, dort entlang zu gehen. Doch. Da hinten ist die Minenarbeiterin. Da ist doch die hä? Die soll doch hier hinten sein. Also, hä? Hier ist sie nicht eingezeichnet. Aber da hinten ist sie. Nee. Das, hä? Also das muss man jetzt mal erklären. Nee, wirklich, das muss man jetzt mal erklären, wie das möglich ist. Wie... Da ist doch nichts. Ich glaube, ich muss mal die Entwickler fragen. Ich glaube, ich muss mal BioWare anschreiben und fragen, was das sein soll. Also... Hä? Nee, was soll denn das? Ach Mann. Wieso ist denn das Spiel so verpackt? Hatten sie schon 5 Jahre Entwicklungszeit? Na gut, dann suchen wir uns eben was anderes raus. Also, was haben wir denn hier? Käfigbeschaffung Hinterlande. Die fauchende Ödnis. Hm. Finde die auf der Karte markierte Stelle. Das ist sehr uninteressant. Ich glaube, wir haben nur noch die Folgen des Hochmuts. Kehre in den Ratsraum zurück, um den Angriffsplan zu bestätigen. Oder natürlich die Scherben, aber ich weiß nicht, wo die Scherben sein sollen. Ja, Manu, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Küste, ja, und ich sage dann, ich will jetzt die Scherben an der Küste sehen. Ja, also hier. Ich habe es jetzt auf der Karte markiert. Jetzt will ich die sehen. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Ich kann da gerne auch mal hinreisen. Habe ich wohl ein Okularum verpasst?
Val Royo, jeder Einwohner ein Royaner. Was für blöde Aufwüchsen. Vivian gesagt, glaube ich. Wir haben zu ihr gesagt. Inquisitor, es gibt neue Entwicklungen. Gar nicht. Du lügst. Du willst mir nur eine billige Nebenquest verkaufen. Du willst mir nur Macht verschaffen. Macht, mit der ich nichts anfangen kann. Und ich beiß an. Weil ich so einfach zu haben bin. Es muss doch hier irgendwo ein Okularum geben. Es kann doch nicht sein, dass ich nichts gesehen habe. Muss doch hier irgendwas geben. Oder? Ich meine, es kann doch nicht sein. Hier, da ist keins. Da ist keins. Da ist keins. Alles nix. Null. Nada. Niet. Wenn es ein Okularum gibt, da muss es doch an der Position sein, an der es viele andere Positionen übergucken kann. Nein, da glänzt nur der Stein. Ich hab gedacht, da wäre ein Okularum, aber nein, das ist nur... Also Okularen sind doch immer an einer erhöhten Position gewesen bisher. Immer. Immer. Also auf jeden Fall in einer Position, wo man irgendwas überblicken kann. Und normalerweise sehe ich die auch. Aber hier, in dem Fall, also entweder ist das Spiel mal wieder verbuggt und zeigt mir einfach die Sache nicht an, obwohl ich sie schon freigeschaltet habe. Das kennt man ja unterdessen, die... Ist auch nicht. Was ist das da hinten? Das ist ja normalerweise das Zeichen für Händler. Aber in diesem Fall, da. Nee. Also irgendwie ist das schon seltsam. Toll, wir haben Dinge gefunden, aber wir haben ja keine Ahnung, wo der Rest sein soll. Mann, oh. Der Steinbaum. Morrens Stufe. Astrarium, Astrarium. Morrens Ausblick. Hab ich irgendwo ein Okularum übersehen? Hab ich eventuell sogar eins mit Macht ignoriert, als ich hier durchgestreift bin? Kann das sein, dass ich so blöd war? Kann das eventuell sein? Oder... Würde es nur nicht angezeigt, weil das Spiel ein bisschen verbuggt ist. Kann das sein? Also, das kann sein. Glaube ich allerdings nicht, weil das war bisher noch nicht so in der Hinsicht verbuggt, dass man Okulare nicht gesehen hat. Die Minimap war nur, oder die Karte war nur in der Hinsicht verbuggt, dass gesagt wurde, hey, hier ist noch ein Steinbruch. Und dann war da gar keiner. Jetzt kommen wir aus der Erde raus. Sarah. Nenn mich nicht Sarah, ich bin ein Sir, wenn überhaupt, ja. Der rote Templer. Ich frag mich gerade, ob man rote Templer als Feinde hat, wenn man sich nicht den Magiern anschließt. Also wenn man sich den Templern anschließt, wenn man die Templer als Unterstützung holt. Das weiß ich nämlich nicht. Das wäre dann nämlich schon irgendwie krass, wenn man dann keine roten Templer als Feinde hat. Sondern irgendwie Magier, wenn man zu den Templern geht. Das war's. Bitte? Was war's? Ich glaube, jetzt haben wir das gesamte Gebiet erkundet. Kann das sein? Nein. Aber nicht, aber wahrscheinlich gibt's hier auch nichts mehr. Das war einfach nur ein Das war's von Cassandra, weil hier gibt's nichts mehr. Wir haben hier alles entdeckt. Hier gibt's keine Okularen. Hier gibt's nichts mehr, was man irgendwie machen könnte. Es ist nur noch eine stürmische Küste. Und das kann doch nicht sein. Ich meine, ich
glaube, ich muss mir mal eine Karte raussuchen, wo alle Makularen markiert sind. Oder ich muss mir nochmal die alten Folgen angucken und gucken, ob ich hier eventuell ein Okularum einfach ignoriert habe. Weil normalerweise sieht man die doch auch von kilometerweit Entfernung, oder? Hier ist es Lager am Strand. Ist auch kein Okularum, das ist irgendwie... Ja, ich... Och, das ist doch blöd. Das ist doch echt blöd. Hier könnte noch was sein, aber ist auch nicht. Ich weiß, hier in der Höhle war eins. Aber war, weil das haben wir angeguckt, definitiv. Ach, da ist sogar eins. Ich direkt vor meiner Nase. Hätte ich fast eine Schnellreise gemacht, ganz ehrlich. Ich war kurz davor, eine Schnellreise irgendwo hinzumachen. Und das ist direkt vor meiner Nase. Juhu. Dann können wir auch noch die letzten Scherben hier finden. Ja. Oh gut, 4 Stück, okay. Das, da. Da oben. Willst du mich verarschen? Und die letzte ist... Oh Gott, jetzt finde ich die letzte mal wieder nicht. Das ist auch wieder typisch, ne? Da. Dann fehlen mir dann nur noch die hier, die ja jetzt ein Glück auf der Karte markiert sind. Das macht die Sache bedeutend einfacher. Und dann noch die 2 in der fauchenden Ödnis. Aber ich glaube, die finde ich auch noch, wenn es mit einer Lösung ist. Aber ich finde die auf jeden Fall noch. So, hier hoch und dann da lang. Und dann hier. Fehlen noch 4 Stück für die letzte Tür und es fehlen noch 2 Stück in diesem Gebiet. Haben wir direkt. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Sagst du. Ich habe aber viel zu berichten. Zum Beispiel. Keine Ahnung, es gibt wirklich nichts zu berichten. Kurfias Steinkräfte werden immer schwächer, unsere werden immer stärker. So. Wir treiben sie immer weiter zurück. Die Westgraten sind eigentlich schon vollständig unter unserer Kontrolle. Ebenso die Dales. Und so gut wie jedes Gebiet in Ferelden. Was macht Corypheus eigentlich? Und wieder haben wir gesiegt. Über den Berg oder was? Haselt die denn da schon wieder? Ich meine, Bestnoten für Enthusiasmus, aber... Ne? Ja. Ich glaube, die Nacht bei Vollmond und zu Sternen, also die Macht unter Mondschein, die hat gestern schon nicht so gut getan. Ich glaube, die hat jetzt einen Kältestich, wenn es sowas überhaupt gibt. Das Gegenteil von Hitzestich. Ich weiß, man kann auch reiten, aber ich will nicht. An jeden, der sich aufregt, dass ich nicht reite, statt stattdessen immer rumlaufe. Aber ich will nicht reiten, ich will die Gegend genießen. Aua. Macht nichts. Scherbe. Fest abgeschlossen, fehlen noch 2. Verdammt. Ich habe gedacht, das würde jetzt länger dauern. Aber doch nicht so lange. Okay. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal in die fauchende Ödnis zu gehen. Verdammt, wo finde ich denn jetzt das letzte Okularum? Ich könnte wetten, dass es hier irgendwo ist. Und deswegen begebe ich mich auch hier hin. Guck mal.
finden sein. So, gleich mal das Pferdchen rufen, weil das Land ist wirklich öde. Da kann man nicht mal irgendwo rumspringen. Was war das denn? Cory Voice, ganz blöde ausgesprochen. Cory Feos im Deutschen und im Englischen ist irgendwie Cory Voice oder Cory Face. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen, weil das so bescheuert ist. Vor allem können sie sich da nicht einigen. Ich glaube, Varric zum Beispiel sagt im Englischen Cory Feos. Cory Feos. Cory Voice. Das ist irgendwie ganz seltsam. Und alle anderen sagen irgendwie Cory Voice. Cory Voice. Da finde ich doch das deutsche Cory Feos irgendwie viel beeindruckender. Cory Voice. Naja. So. Bin ich hier richtig? Ja, eigentlich schon, ne? Mal hinten gucken, ob ich da nicht irgendwas verpasst habe. Keine Ahnung. So öde. Ich schlafe jetzt schon ein. Ich bin nicht mal eine Minute hier. Und find's schon öde. Also, sie haben sich hier wirklich selbst übertroffen. Die Level-Designer, muss man schon sagen. Das hätte ich nicht so gut hingekriegt, so eine langweilige Wüste zu machen. Ich glaube, hier ist kein Okularum. Ich glaube, hier ist einfach nichts. Das erschwert die Sache jetzt natürlich bedeutend. Warte mal. Ich muss das jetzt einfach machen. Ich muss das jetzt einfach... ich muss jetzt einfach mal... Das mache ich ja normalerweise nicht. Aber ich muss jetzt einfach... im Englisch, im Internet gucken. Wie. Wo hier die Sachen sind. Also. So, ich habe jetzt eine Karte offen. Und jetzt gleiche ich es einfach mal ab mit den Gebieten, wo wir noch nicht waren und wo wir schon waren. Weißt du was, ich mach das mal kurz offscreen. Kann noch ein bisschen länger dauern. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin. Ciao.